Hallo, hallo, Test, 1, 2, 3, 4, 5. Geht's schon los, oder? Achso. Ja, das war schon der Okay, Soundcheck ist okay. Weil es so zwei Möglichkeiten gibt. Einerseits engagieren sich junge Menschen, indem sie einen Tag unentgeltlich jobben für eine gute Sache. Und andererseits ist natürlich auch eine Möglichkeit für junge Menschen, mal in verschiedene Arbeitsfelder, Berufsfelder reinzuschnuppern, was ihnen vielleicht hilft, später auch in dem Bereich eine gute Entscheidung zu treffen. Und warum beteiligen Sie sich an dieser Aktion? Also wir sind ein Ausbildungsunternehmen und wir finden es natürlich immer toll, wenn wir Praktikanten haben, die einen kleinen Einblick eben bei uns gewinnen können. Und vielleicht haben wir die Interesse geweckt und sie bewerben sich immer mal bei uns. Ich arbeite heute bei der Deutschen Rentenversicherung Karlsruhe. Okay, gut. Wie hast du von der Aktion Mitmachen Ehrensache erfahren? Unsere Lehrerin hat uns in einer Stunde erzählt davon. Ja, das mit den inklusiven Tandems bringt natürlich nochmal einen zusätzlichen Gewinn, weil ein Schüler mit einem Handicap und ein Schüler ohne Handicap arbeiten zusammen. Müssen sich vorbereiten, machen dann eine solche soziale Aktion und damit werden dann im Grunde nochmal so drei Dinge miteinander verknüpft. Das, was der einzelne Schüler, die Schülerin erlebt, dann aber als Team mit jemandem mit einem Handicap und dann die beiden auch nochmal in dem Betrieb, das ist ja fast nicht mehr zu toppen an Gewinnmöglichkeiten für alle. Weil ich es halt einfach mal spannend fand, was man hier so machen muss. Ich war von Anfang an klar, dass ich hier gerne fragen würde, weil ich es einfach hier cool finde. Und kannst du dir diesen Beruf auch für deine Zukunft vorstellen? Ja, ich finde es ziemlich interessant, im Büro zu sitzen und irgendwelchen Leuten zu helfen und Sachen auszufüllen. Aber natürlich wollen wir auch die gute Sache unterstützen und finden es einfach schön, dass Schüler einen Tag ehrenamtlich für einen guten Zweck arbeiten. Können Sie kurz erklären, was das Tolle an dem Tandem ist? Das Tolle an dem Tandem ist halt, dass ich jetzt mit Katja zusammenarbeiten kann und sie kann manche Sachen nicht so gut, bei der ich sie dann unterstützen kann und sie kann mich auch unterstützen. Und wir ergänzen uns eigentlich gegenseitig. Gab es eine Vorbereitung oder habt ihr euch heute erst kennengelernt? Also wir haben letztes Jahr schon zusammengearbeitet, auch wieder beim Mitmachen Ehrensache. Und jetzt haben wir uns dann wieder in dem Vortreffen, wo wir das Ganze dann besprochen und geplant haben, wieder gesehen. Thank you.